Herzlich willkommen zum Trompetenkurs. In diesem Video lernen wir, wie man einen schönen Trompetenton entstehen lässt. Alles, was wir dazu brauchen, ist unser Körper, ein Mundstück und eine Trompete. Zwei Dinge sind wichtig: ein gleichmäßig geführter Luftstrom und unsere Lippen, die vom Luftstrom in Schwingung gebracht werden. Das bringt die Luftsäule im Instrument zum Schwingen und es entsteht ein Trompetenton. Unser Körper ist also das eigentliche Instrument, welches den Ton erzeugt. Die Trompete verstärkt und verschönert den Ton. Als erstes brauchen wir also einen langen und gleichmäßigen Luftstrom, damit der Ton nicht wackelt oder unkontrolliert geblasen wird. Beginnen wir mit dem Einatmen. Wir stellen uns ein Gefühl wie beim Gähnen vor. Der Hals ist vollkommen entspannt und wir atmen tief durch den Mund in den Bauch. Dabei geht der Bauch nach außen und dehnt die lockeren Bauchmuskeln. Wenn wir voll eingeatmet haben, lassen wir die Luft mit einem ganz langen gleichmäßig nach außen strömen. Dieser Vorgang sollte sich also so anhören. Versuchen wir nun, diese Übung in einem bestimmten Zeitablauf zu gestalten. 1, 2, 3. Im zweiten Schritt bringt der Luftstrom unsere Lippen wie beim Pferdeschnauben zum Schwingen. Wir üben zusammen. Mach bitte mit. 1, 2, 3. Nun wollen wir die Lippen etwas höher schwingen lassen und bringen dabei die Mundecken wie beim Lächeln in Stellung. Nach dem Einatmen lassen wir die Luft durch die locker aufeinandergelegten Lippen strömen. Das Ausatmen beginnen wir mit P. 1, 2, 3. Du wirst merken, dass du den Ton jetzt länger aushalten kannst, weil nicht mehr so viel Luft durch die Lippen strömt als vorher bei geöffneten Lippen. Diesen Vorgang mit der Lippenvibration nennen wir Lippensummen oder auf Englisch Buzzing. Wir üben wieder zusammen. 1, 2, 3. Im dritten Schritt werden wir einen Mundstückton spielen. Dazu erzeugen wir wieder mit Luftstrom und Lippen ein Buzzing und setzen auf die vibrierenden Lippen das Mundstück. Bitte drücke das Mundstück nicht fest gegen die Lippen, sondern setze es nur mit einem sanften Druck auf. 1, 2, 3. Das funktioniert aber nur, wenn dein Luftstrom konstant und geführt durch die Lippen fließt. Ist der Luftstrom unregelmäßig oder zu kurz, bricht die Vibration ab. Wir üben zusammen. 1, 2, 3. Nun versuchen wir, das Mundstück auf die lächelnden Lippen zu setzen und direkt einen Mundstückton zu erzeugen. 1, 2, 3.
achte darauf, dass der Mundstückton offen und laut ist. Je größer der Mundstückton bei dir ist, umso schöner und kraftvoller ist dein Trompetenton. Nun ist es nicht mehr schwer, der Trompete einen wohlklingenden Ton zu entlocken. Wir stecken das Mundstück auf die Trompete, setzen das Mundstück auf die lächelnden Lippen und holen wie gelernt tief Luft. 1, 2, 3. Du kannst nun versuchen, den Ton nicht mit einem P, sondern mit einem D zu starten. 1, 3, 3. Wenn dir der Vorgang mit dem Bassing nicht auf Anhieb gelingt, sei nicht traurig. Ich selbst habe auch lange gebraucht, bis es geklappt hat. Versuche es immer wieder und denke dabei an den langen, geführten Luftstrom, denn ohne diesen funktioniert es nicht. Wenn es überhaupt nicht klappt, überspringe das Bassing und versuche mit lächelnden Lippen einen Mundstückton zu erzeugen und danach einen Trompetenton. Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Üben.